Aber findest du nicht auch, dass das Shirt irgendwie ausschaut wie vom H&M? Kein H&M, Amiri ist Bonzen. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie ihr wisst, habe ich ja letzte Woche um knapp über 3000 Euro eingekauft. Jetzt sind alle Pakete angekommen und wir packen die in diesem Ausschnitt aus dem Stream aus. Ich bin jeden Tag ab 15 Uhr auf Twitch live, also schaut auf alle Fälle vorbei. Erster Link in der Infobox. Und kurze Informationen für alle Ehrenmänner, die vorab schon das Vertrauen in MEM, in unsere Kollektion Britain Brawl reingesteckt haben und vorbestellt haben. Kurze Info, unsere Produktionsstätten in Portugal werden ab 4. April wieder eröffnen und dann mit der Produktion wieder hochfahren. Wie ihr wisst, gibt es natürlich einige sehr große High-Fashion-Marken, die in diesem Haus ebenfalls produzieren, die, ich bin ganz ehrlich, in der Priorität der Produktion etwas vorgereiht sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unsere prognostizierte Lieferzeit nicht überschreiten werden. Und die vorher schon im Vorbestellungsmodus bestellt haben, werden natürlich die Ersten sein, die diese Pakete erhalten. Liebe Leute, schaut auf Instagram vorbei, bevor es losgeht mit dem Unboxing. Da werden zukünftig natürlich sehr viele Fotos folgen und da seht ihr dann auch, wie ich diese Dinge kombiniere. Jetzt aber gar nicht mehr länger quatschen. Let's go. Viel Spaß mit dem Ausschnitt aus dem Stream. Aber Sommerkollektion, wie ich schon mal gespoilert habe, wird vermutlich in das Thema Recht, Gericht, Justitia gehen. Sowas in die Richtung. Weiß nicht, taugt mir aktuell. Und ich werde versuchen, dass wir kurze Hosen rausbringen. Vielleicht so kurze Cargo-Pants, habe ich ja schon mal gesagt, aber auch kurze Jogginghosen mit Buntfalte in der Mitte würde ich nice finden, wäre ganz cool. Und wir bringen auch Shirts raus, eher so wahrscheinlich farblicher für den Sommer, also auch nicht nur weiß und schwarz. Das wird sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sich das alles noch ausgeht und dass ich nicht dann eine Sommerkollektion im September rausbringe. Legen wir los, soll ich mal zeigen, wie viele Pakete das überhaupt sind? Das werden wir alles unboxen. Hat Gesamtwert 3000 Euro, hat das alles gekostet. Wie man schon sehen kann, werden da unten vermutlich die Dior-Sneaker sein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach von oben an, Paket für Paket. Ich werde die Sachen teilweise auch anprobieren. So, Freunde, wir fangen mit dem ersten Paket an. Wie gesagt, direkt aus Italien. Bin schon gespannt, was da drin ist. Ich sage, es ist ein Shirt drin. Yes. Das Palm Angels Shirt, Leute. Das ist dieses Oversized Palm Angels. Ah, ein Farfetch-Sticker. Vielen lieben Dank dafür. Und die Rechnung. Sehr gut. Das werden wir gleich mal abschreiben. Also jetzt sieht man, es ist echt in so einem sehr knalligen Pinkton, Leute. Gekostet hat das, glaube ich, wisst ihr es noch? 300 oder 350? Ich weiß nicht mehr genau. Ich werde es mal aufmachen. So, und ich nehme es jetzt mal raus. Ui, das ist aber nice, Leute. Das ist aber schon sehr nice. In M habe ich das gekauft. Okay, das kann aber eine enge Geschichte werden. Ich werde es mal anprobieren, Leute. Ich hoffe, es passt. Ansonsten müssen wir es zurückschicken. Das wäre Katastrophe. Weil das fand ich schon sehr nice. Ich habe es mir ja M empfohlen, weil das mein erstes Palm Angels Shirt ist. Ich habe die Marke anfangs nicht so gefeiert. Jetzt schon langsam geht's. So, ja, das Makel lasse ich jetzt mal oben. Ich probiere es mal ganz kurz an. Ja, das ist arg oversized, Leute. Ja, aber ich finde, es passt perfekt, oder? Von der Länge her ist etwas kürzer, fällt mir auf. Die Ärmel. Ja gut, das ist einmal das erste Shirt. Finde ich ganz nice, Größe passt. Aber Leute, schauen wir gleich mal ins nächste Paket auch von Farfetch. Farfetch. Kennen wir natürlich. Und es ist... Kein Plan. Nein, ich glaube, es ist von Balenciaga, oder? Nein, es ist schwarz. Safe von Rude. Ja, es ist von Rude. Freunde, mein erstes Piece von Root. Ich bin sehr gespannt, wie der Stoff. Okay, Stoff fühlt sich sehr gut an. Ähnlich wie Represent vom Feeling her. Nein, ein bisschen weicher noch. Das ist dieses Root-Shirt. Ich werde das ganz kurz mal anprobieren, wie das vom Fitting her ist. Das haben wir in Large genommen und ich merke gleich, es fittet sehr gut. Für das haben wir 200 Euro oder so bezahlt und der Fit ist Bombe. Kann mich gar nicht beschweren. Klar ist das Makel jetzt da noch hinten, aber vom Fit her, die Ärmel sind genauso, wie ich mir das vorstelle. Nicht zu lang, die gehen bis zum Ellbogen und fertig. Fit her eindeutig eine 9 von 10. 9 bis 10 von 10, weil der Kragen könnte noch enger sein. Ich mag den Kragen etwas enger, weil sonst hat man das Shirt manchmal so und dann schaut blöd aus. Für 200 Euro kann man absolut nichts falsch machen bei Root. Gut, Leute, ich glaube, jetzt kommt das Represent-Paket. Das ist von DHL geschickt worden. Machen wir gleich mal auf. Wir haben uns bei Represent bestellt 2 Hosen und ein Shirt. Beim Represent-Shirt
Ja, die haben sowieso Bombensachen. So, Leute, das ist eine Hose, aber das ist, oha, das ist genäht. Also gestickt. Das ist ein Stick. Ich dachte, das ist nur ein Print. Schauen wir gleich mal rein. Stoff ist wie immer Baba bei Represent. Sehr, sehr gut. Vom Stoff fühlt sich das sehr ähnlich an. Nur ist das nochmal eine Spur weicher. Ich werde das auch gleich mal anprobieren. Das ist in L, für das habe ich nur 105 Euro bezahlt. Ich probiere das gleich mal an. Ja, perfekt. Bei Represent trage ich eine L und das ist auch hier wieder einfach perfekt. Fit auch wieder. Das ist eine 10 von 10 von Fit. Also das ist ja mal richtig nice, Leute. 105 Euro, das Shirt gibt's noch. Das oben hier ist ein Stick, wie man sehen kann. Und das ist so ein 3D-Print. Und es ist echt sehr nice geworden. Wir haben jetzt hier noch die Hose. Eine kurze Cargo Shorts. Die habe ich auch in L bestellt. Mit so einem Gummibund ist die. Seht ihr das? Wir haben unten zwei so Taschen. Hier nochmal diesen klassischen Bund. Und die in der Kombi geht auf jeden Fall klar. Ich werde das mal anprobieren. Größe ist perfekt, Qualität ist Bombe, in der Kombi kann man nicht meckern. Ja, ich weiß, die weißen Socken jetzt dazu, weiß ich nicht, ob ich die so tragen würde, aber in der Kombi auf jeden Fall sehr nice. Der Stoff ist hochwertig, die hat, glaube ich, 150 Euro gekostet, der Gummibund ist mega bequem. Ich habe mir aber eine ähnliche noch geholt, da ist der Stoff gleich mal dünner, sehe ich, in so einem Camouflage-Look, das ist jetzt neu von Represent, ein neues Muster. Die ist nicht so joggermäßig, die hat keinen Gummibund. Oh, die ist mega dünn. Ah, und das ist ein PVC-Stoff, Leute. Für die habe ich 172 Euro bezahlt, auch in L. Wir haben hier, wie bei den Represent Cargos, also die langen, wieder zwei so Taschen vorne. Aber der Stoff ist ein ganz anderer. Also das ist wirklich so ein, wie so ein Zeltstoff. Also habe ich noch nie gehabt, so eine Hose. Fast wie eine Badehose. Ich werde jetzt gleich mal anprobieren. Was meint ihr? Die ist schier? Okay. Nein, ich finde die nice. Ich probiere die jetzt mal an. Ja, die werde ich, glaube ich, zurückschicken. Die ist mir fast zu kurz, Leute. Seht ihr das? Die ist zu kurz. Also entweder eine Nummer größer noch. Die habe ich, glaube ich, in L genommen. Bräuchte ich in X-Large. Aber die passt mir nicht. Seht ihr, das schaut dumm aus mit meinen Beinen. Ich habe doch ein bisschen muskulösere Beine. Und da fällt das nicht. Die schwarze ist nice, aber die geht gar nicht. Schade, weil vom Stoff her finde ich es eigentlich ganz nice. Ist zwar nicht so bequem, aber vom Look her finde ich es cool. Vielleicht hole ich mir da nochmal in XL, aber die ist eindeutig zu kurz. Das schaut doof aus. Seht ihr das? Schaut blöd aus. Die werde ich safe zurückschicken, glaube ich. Aber die schwarze geht voll klar, oder Leute? Du bist nicht zu fett, sondern die Hose zu dünn. Nein, ich bin schon zu fett für die Hose. Ich muss ja noch ein bisschen sporteln, Leute. Ich bin noch nicht ganz shredded as fuck. Aber wie findet ihr die Sachen bis jetzt? Die Hose war gar nicht euer Fall, gell? Die Schuhe machen wir zum Schluss. Das fetteste Paket machen wir logischerweise zum Schluss. Jetzt machen wir mal das auf, aber ich krieg's irgendwie nicht auf. Mega okay, euch taugen die Sachen bis jetzt. Ja, ich find's auch ganz nice. Bis auf die Hose, schade. Und dieser Stoff, ohne Scheiß, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, die ist auch gar nicht so bequem. Weil wenn es heiß ist, dann klebt dieser Stoff so an deinen Schenkeln und ihr wisst. What the fuck? Ach so! Das ist eine Musterbox für die MEM-Boxen. Jetzt check ich's erst. Wir hatten vorher die flacheren Boxen und ich wollte wissen, wie groß die größeren Boxen sind. Das ist einfach die MEM-Magnetbox, in denen ihr eure Bestellungen erhaltet. Die geht so auf, zack, und dann passt da einiges rein. Ah, ich denke mal, what the fuck? Was mache ich mit einem deutschen Computerspielpreis? So gut bin ich jetzt noch nicht in Call of Duty. Okay, Leute. Machen wir weiter. Ich glaube, jetzt kommt das Balenciaga-Tee. Ich hab's im Urin, jetzt kommt das Balenciaga-Tee. Let's go. Die Pakete vom Fahrtech immer dreifach verklebt. Let's go. Uiuiuiui. Nein, es ist nicht, oder? Doch. Jetzt wieder was von Fahrtech. Danke dafür. Oh, schaut's mal in seinem feinen Seiden. In seinem Seidensack. Ein Dustbag, ein sogenannter. Schauen wir mal da rein. Ja, es ist safe. Ja, Leute. Ja, na sicher. Das ist so nice, das Shirt. Ich habe im Shopping-Stream einige Kommentare gelesen, dass ich gesagt habe, ja, ich mag das nicht, wenn die Markennamen so plakativ draufstehen. Aber das finde ich einfach mega cool mit diesem Mastercard-Design.
Das finde ich sehr, sehr nice. Schwarz wäre geiler. Na, ich weiß nicht. Jetzt, wo ich sehe, finde ich es in Weiß geiler. Ich probiere das gleich mal an. Ich habe das in einem... Ich glaube, das ist Large oder so. Für das habe ich 450 Euro bezahlt. Ja, ist Large. Puh, hoffentlich nicht zu groß. Wobei, es ist zu groß. Scheiße. Das ist zu groß, oder? Ein M wäre besser. Einige schreiben, nein, das passt. Ja, der Kragen ist sehr nice. So wie ich mir das vorstelle. Ein M, sehr eng. Aber das ist zu fett. Ich glaube, das brauche ich in M nochmal. Was ist, wenn ich die Ärmel noch aufstricke? Ja, doch, so geht's klar eigentlich, oder? So passt's. Aber es ist da sehr weit. Aber ich finde, so mit den Ärmeln geht's klar. Ich will das nicht, wenn die Ärmeln bis über die Ellbogen gehen. Schauen wir weiter. Wir haben noch zwei Pakete. Jetzt wird schon langsam spannend. Schauen wir uns das nächste Paket an. Welches Shirt fehlt jetzt eigentlich noch? Ich weiß gar nicht mehr, welches wir noch bestellt haben. Bin ich mal gespannt. Ah, Amiri, Safe Chat. Right. Gut, das wieder von Farfetch. Zack. Das Amiri-Tee. Boah, auf das bin ich gespannt. Das ist das eins der nicesten Tees, die wir bestellt haben, finde ich. Das war, glaube ich, bei 350... Keine Ahnung, wie viel das gekostet hat. Ah, der Stoff ist sehr, sehr dünn auch. Für den Sommer perfekt. So schaut das aus. Ich werde es... Oh, sehr faltig. Ich werde es gleich mal anprobieren. Das Shirt wird halt sehr schnell faltig. Seht ihr das? Das hast du halt beim dünnen Stoff. Ich meine, der Fit ist perfekt. Also der Fit ist 10 von 10. Passt perfekt zu meiner Figur auch. Hinten steht dann nochmal Amiri, Leute. Ja, das ist sehr clean auf jeden Fall. Der Print, oder das ist mehr sein Gummiaufdruck. Also das ist Gummi, das da oben klebt. Keine Ahnung, wie es hinten ausschaut. Ja, ist alles Gummi. Also ich finde den Fit Bombe. Nice für den Sommer, safe nice für den Sommer. Aber keine 350. Also das Shirt, eins meiner Favorites bis jetzt. Mich nervt es halt nur, dass das so schnell faltig wird. Gut, dann schickt man nur die Hose zurück, die Represent-Hose. Ich hoffe natürlich, dass wir das nächste Paket... nicht zurückschicken müssen. Denn das sind jetzt die Dior-Sneaker. Einige von euch haben gemeint, ihr habt ja entschieden, welche Farbe ich nehmen soll. Ich war ja eigentlich für die andere Farbe, aber einfach, ich glaube, 97% oder 98% waren dafür, dass wir diesen Colorway nehmen, was wir dann auch gemacht haben. Aber ihr habt gemeint, ich soll die Schuhe eine Nummer kleiner nehmen, als ich normalerweise trage. Ich habe mich das nicht getraut und habe sie einfach eine halbe Nummer kleiner bestellt, als ich das normalerweise mache. Die Sneaker sind, ja, Chat weiß es schon, von Dior, Freunde. Gut, schauen wir da mal rein. Oh mein Gott, was ist das für ein Erlebnis, Leute. Schaut mal her. Wenn man das Paket öffnet, dann passiert das. Oha, what the fuck, wie nice ist das? Da ist noch sein Briefumschlag, also das, oh, und das ist sein, seht ihr, uff, zeige ich euch gleich. Schaut zuerst mal rein, was da drin steckt. Delivery Slip, okay, den darf ich euch nicht zeigen. Ich nehme jetzt mal da diese Box heraus. Das ist irgendwie, seht ihr das, die Box ist so geriffelt, fühlt sich sehr nice an. Das ist ebenfalls so eingraviert, nein, das ist sein Silberprint. Freunde, okay, schauen wir rein, Leute, schauen wir rein. Wie geht die Box auf so, okay. Gut, als erstes kommt mal dieser Dior Dust, es kommen die Laces, schwarze Laces, dann dieser Dior Dust Bag, so, da kann man die Schuhe, das ist quasi zum Transportieren, damit die Schuhe nicht dreckig werden. Und jetzt, Leute, kommen die 900 Euro Shoes. Meine teuersten Sneaker, also ich habe Sneaker, die mittlerweile teurer sind, aber das teuerste, das meiste, was ich jemals für Sneaker ausgegeben habe. Oh, Freunde, die sind ja mal abnormal nice. Also ich fand sie im Internet schon gut, aber jetzt so, wenn ich sie in der Hand habe, die sind auch relativ schwer so. Also sehr, sehr geil. Es steht dann innen auch nochmal Dior, seht ihr das? Ich gehe mal die Laces kurz weg. Da innen steht nochmal Dior in der Sohle drin. Von der Figur her, vom Schuh, vom Schnitt finde ich es richtig geil. Habe ich so noch nicht gesehen. Hier steht nochmal Dior Home. Hier unten richtig fettes, massives Schuhwerk. Das heißt, die Sohle ist sehr dick und massiv. CED steht drauf, dann Made in Italy. Das Profil ist quasi nicht vorhanden. Also mit denen rutscht im Winter sicher gut. Und dann haben wir nochmal da überall dieses Mesh, was ich besonders feiere. Ich mag ja Mesh extrem. Der ist schon schwer. Also von der Schwere her könnte man ihn vergleichen. Ja, so schwer wie diese Wasserflasche, wenn nicht sogar schwerer.
Gut, Leute, dann machen wir mal den zweiten raus und ich werde den dann gleich mal anprobieren. Oh, wirklich nice. Ich war mir ein bisschen unsicher, ich wollte zuerst die B22 kaufen, aber jetzt bin ich mega froh. Ich verstehe halt nicht, warum die zusätzlich nochmal schwarze Lasers mitschicken. Ich werde ihn jetzt mal anprobieren. Also so in der Kombi, finde ich, kann man schon machen. Ich weiß es nicht, zu Shorts mit den Socken, don't know. Schau mal, wie findest du das? Was? Es schaut billig aus. Die Hose schaut aus, als wäre es vom H&M. Ja. Okay. Jetzt kostet das Outfit. Hose, Leiberl, Schuhe. 200? 1500. Aber findest du nicht auch, dass das Shirt irgendwie ausschaut wie vom H&M? Kein H&M, Amiri Sponsen. Aber ich bin am überlegen, ob ich mir die Schuhe vielleicht doch in 43 hole. Off-White Shorts, genau, die sind nicht, die fehlen noch. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass dieser M&M-Karton die Off-White Shorts sind, aber es war dann doch nicht. Ja, liebe Leute, das war's vom Unboxing. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid auf Instagram am Start, da kommen, wie gesagt, schon einige Outfits und da seht ihr auch, wie ich diese Dinge kombiniere. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video, vermutlich am Sonntag. Ansonsten gibt es natürlich Daily Videos auf meinem Zweitkanal, ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. Das war's von mir, euer Maximilian. Kein H&M, Amiri Sponsen.